Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde in Big Farm Story. Ja, in der letzten Folge haben wir ja angefangen, hier für Lydia Bücher hin und her zu tauschen. Und ja, jetzt sollen wir bei den Carpenters ein Zeichenbuch von Hannah finden, weil Lydia liest den Kindern ja immer vor und Hannah malt währenddessen. Na, dann gucken wir doch mal, ob wir das hier irgendwo finden. Vielleicht liegt es ja wieder hier auf dem Nein. Tut es nicht. Oh Mann, das kann ja heiter werden. Da komme ich nicht hin, okay. Wo könnte so ein Zeichenheft liegen? Hier. Oh, da, guck mal. Das sieht gut aus. Da sind zumindest Buntstifte dabei. Die nehmen wir doch glatt mal mit. Ich muss ja mal... Ja. Es ist doch immer dasselbe. Kann ich die Dinger nicht einfach mal verkaufen? Moment, ich glaube, ich muss da jetzt mal ein paar mehr von verkaufen. Von denen habe ich immer so viele. Hier, da sind sie, die Meerrettichs. Meerrettiche, Rettich, die Rettiche. Ja, so ist, glaube ich, besser, ne? So, das müssen wir ja unbedingt mal mitnehmen, denn ich brauche Sand. Ich brauche sehr viel Sand. Auweia. Ach, apropos, ich muss mal gucken, was mein Alpaka hier von mir möchte. Haben wir nicht. Haben wir von irgendwas? Haben wir auch nicht. Hier, komm, dann nimm das mal bitte mit. Brauche ich zwar nicht, aber ja, komm, ist ja Geld, ne? So, hier war noch Erde oder Sand, besser gesagt. Und dann nehmen wir den auch noch mit. Gut. Oh, da sind die Würmer voll. Da müssen wir unsere Fischreusen mal leeren. Uiuiuiui. So. So, jetzt kann man das ja nicht machen wegen dem Fisch. Naja, ist klar. Oder wegen den Würmern. So, wir haben ein Zeichenheft gefunden. Ja, ich habe es gefunden. Wunderbar. Vielen Dank für deine Hilfe, Averia. Lydia, kann Averia bitte mitmachen? Ja, das wäre voll cool. Na klar. Also, wenn Averia auch Zeit hat, meine ich. Die Zeit nehme ich mir gern. Also, liest du auch gern? Na klar, ich auch. Es ist immer schön, jemanden zu treffen, der das gleiche Hobby hat. Dann fangen wir mal an mit der Lesezeit. Kommt schon, Kinder, Ruhe jetzt. Wunderbar. Oh, wie schön. Das ist ja mal richtig schön. Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache. Die Vorstellungskraft einer Dame wandelt sich sehr schnell. Och, wie anstrengend. Wir hören schon auf, ich will mehr. Oh, ich nicht. Mir ist so eine dumme Romanze egal. Aber wir können schon weitermachen, wenn Hannah unbedingt möchte. Ich verspreche, dass wir an einem anderen Tag weitermachen, okay? Aber im Moment hat Averia sicher noch andere Sachen zu tun. Na ja, ich muss für sich abwarten. Alles gut. Bevor du gehst, möchte ich dir für deine Hilfe danken. Die Zwillinge haben die Lesestunde schon lange nicht mehr so genossen. Sogar Levi war begeistert und er mag viele Bücher gar nicht. Vor allem keine Liebesgeschichten. Liest du ihnen denn oft vor? Naja, so oft wie ich kann. Ich möchte, dass sie schon in jungen Jahren ein Interesse an Büchern entwickeln. Und wenn ich doch mal Zeit alleine habe zum Lesen, gehe ich gerne in den Wald, um meine Ruhe zu haben. Aber heute hat so viel Spaß gemacht. Manchmal ist es einfach schöner, Gesellschaft zu haben. Das würde mir gefallen. Klasse, dann komme ich darauf zurück. Danke nochmal für all deine Hilfe. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, ja? Aber natürlich, das werden wir. Wunderprächtig. So, haben wir unsere Lydia also glücklich gemacht und sind hier einen Schritt weiter. Ja, dann müssen wir uns noch um Sams Motor kümmern. Amelia und Owen sind ja auch noch in den Vorbereitungen auf einen Hochzeitstag, wie ich das mitgekriegt habe. Also da ist noch so einiges zu tun, ne? So, Hundibundi hat wieder was gefunden. Ja, dann rück mal raus, dein Ast. Ja, wusste ich's doch. So, pass mal auf, kann ich hier auch Würmer verkaufen? Nein. Schade eigentlich. Sehr schade.
Kann ich den Sandhaufen mitnehmen? Ich brauch doch keine Würmer. Manu. Ja. Komm, wir nehmen mal ein bisschen Holz mit. Oh, weia. Ich habe noch die Holznägel da liegen, ne? Warte mal, dann verkaufen wir mal bei den Carpenters die Holznägel, die ich im Inventar habe. Das muss ich auch unbedingt noch erweitern, ne? Verkaufen. So, hier, bitteschön. Ich habe da was für dich. Ja, danke, bitte. Ja. So, dann gucken wir nochmal in meine Farm hinein. Dass wir zwischendurch mal was anderes machen und nicht nur lesen. Ah, okay, da ist kein Wurm drin. Das ist doch fein. So, erstmal möchte ich hier die Holznägel rausholen. Holzwürmer. Ach, du liebes bisschen. So, dann haben wir wenigstens die Werkbank wieder frei. Und dann möchte ich doch mal gucken, was brauche ich denn? Ich habe mir doch das Märchenhaus-Design gekauft. Und jetzt brauche ich ganz, ganz viel Weizen und ganz viele Holzbalken noch. Das Glas, das können wir gleich mal machen. Ach Gott, eins können wir noch. Gut, fünf. Das ist ja schon mal was. Okay, Holzbalken kann ich gerade gar keinen machen. Dafür brauche ich noch mehr Holzscheite, ne? So, was brauche ich noch? Weizen. Gut, das heißt, ich müsste mal eine ordentliche Runde Weizen anbauen. Aber eigentlich müsste ich mal eine ordentliche Runde Geld sparen. Oh, meine Güte. Ich sag's euch, das ist gar nicht so einfach. Weizen. Ja, es nützt ja nichts. Warte mal, wir machen mal 8. Oh Gott, gleich wieder das ganze Geld weg. Es nützt gar nichts. Ich möchte das gern machen. Möchte gern mein Hausdesign verändern. Natürlich ist das Wasser leer. Versteht sich von selbst. So, dann packen wir hier auch nochmal Weizen drauf. So, nochmal. Tada! Sehr schön. Sehr schön. So, dann werden wir mal unsere Eierchen einsammeln. Die tägliche Runde muss einfach sein. Bitteschön, ich habe dir da ein bisschen Futter mitgebracht. So, du brauchst noch Liebe und Zuwendung. Lässt du mich mal? Ja, danke. Nett von dir. Oh, wir brauchen Eier. Wir brauchen Eier für ganz viel Dünger. Ich brauche so viel Dünger. Junge, Junge, Junge. Ich produziere hier schon jeden Tag Dünger. Wie verrückt. So, guck mal. Diesmal können wir sogar 2 machen. Denn, warte mal, das nehmen wir mit. Oh, ich muss, glaube ich, erst meine Kuh machen. Nein, machen wir nicht. Wir gucken erstmal nach dem Kastanienbaum. Den habe ich mir ja freigeschaltet. Und da brauche ich noch ein bisschen Dünger, ne? Dass ich wenigstens an meinem Hof alle Früchte habe, die ich haben möchte. So, unser Alpaka möchte versorgt werden. Jawohl. Aber ich war heute noch nicht mal bei Opa, wa? Was? Ich habe nicht genügend Energie. Ach, kann ich dich wenigstens noch füttern? Nein. Ach. Okay. Pass auf. Gebt mir mal euer Kram. Oh je. Naja gut, dann gehen wir erstmal schlafen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Also ich sehe, ich muss unbedingt meine Energie leveln. Ganz dringend, zwingend. Gut, schlafen wir eine Runde. Und dann versorgen wir erstmal die Tiere. Oh je. Tüptüdü. Moin. So. Ach, es regnet. Wie wundervoll. Oh, was kriegen wir hier für eine Aufgabe? Du möchtest Baumsaft. Grüße, Dr. Med Nathan Galan. Ach, du lieber Himmel. Baumsaft. Oh Gott. Wo kriege ich den her? Okay. Wir werden herausfinden, wo wir den herkriegen. Wir haben ja sicherlich ganz viel, naja, Holz hacken müssen, vermutlich, eventuell, möglicherweise. So, jetzt kriegen erstmal alle was zu fressen hier. Das ist ja eine gnadenlose Frechheit hier. So, einen Baumsaft brauchen wir. Na, dann gucken wir doch mal. Dankeschön. Der Wald. Unendliche Weiten.
Moment, falsch, falsch. Das war wieder ein anderes Thema. So, jetzt gib mir mal ein Harz. Gib mir einfach ein Harz. Ich vermute mal, vielleicht aus dem anderen Holz, wo wir das Hartholz herkriegen. Tada! Das ist das falsche Harz. Komm mal her, hier. Wir gucken mal. Wir brauchen das Holz ja auf jeden Fall. Also das ist jetzt nicht das Problem. Ne? Da schlagen mal wieder zwei Fliegen mit einer Klappe. Harz. Ist das wo kriege ich das her? Nein, das ist eine Rinde. Okay. Ich könnte mir ja auch mal Essen kochen und das tatsächlich... Also dieses Picknick, ne? Könnte ich ja mal nutzen. Aber ich bin da so geizpickelig. Harz. Es kann ja nur was aus Holz sein. Ja, oder? Möchte ich mal behaupten. Dass das nur was mit Holz zu tun haben kann. Aber wenn das jetzt so selten war... Muss ich jetzt so lange farmen, bis ich das habe, wa? Und dann kriege ich das aus was ganz anderem raus. Ach nee, schön. So. Irgendwas ist hier nicht so ganz richtig, würde ich sagen. Komm, gib mir mal hier so ein, ne? Na komm, gib her. So ein Stückchen. Warte mal. Baumsaft. Kriege ich das beim Ernten? Kriege ich das unter Umständen einfach beim Ernten? Wenn, dann wäre es ja typisch Isa. Oha. So, dann gucken wir doch mal. Dann können wir mal eine Orange ernten. Tada! 20 Stück gleich. Oh! 5 Dünger. Nee. Kommt nicht in Frage. Ich sammle. Ja, ich sammle. So, her damit. Oh Mann, ich brauche noch viel mehr Dünger. Also es ist kein Baumsaft. Wo kriege ich Baumsaft her? Oh Mann. Ich überlege gerade ernsthaft. Das ist mir ein Rätsel. Aber stand da ja auch nicht dabei. Oh, mein Huhn hat Level Up. Hilda im Übrigen, ja? Achso, ich kann das erst morgen wieder streicheln. Ja, meine Güte. Ich habe halt zickige Hühner, ne? Die wollen nur einmal am Tag Liebe. Ja, dann ist das eben so. So, du möchtest mir deine Daunen geben. Oh, Level Up. Was wollte ich denn mir jetzt holen? Was war mein Plan? Kinas, was war mein Plan? Ja, jetzt ist jetzt natürlich die Frage. Also Anbau auf jeden Fall. Also Bau oder Anbau, dann würde ich mich für Anbau entscheiden. Aber macht es Sinn, erstmal die Energie ein bisschen hoch zu leveln? Komm, wir nehmen mal ein bisschen Energie. Das ist, glaube ich, dringend notwendig. Ich weiß noch nicht mal, was hier das maximale Level ist. Müsste man vielleicht auch mal versuchen rauszufinden. Ja, komm. Ich brauche ja Dünger, ne? Wo kriege ich Baumharz her? Baumharz? Ach nee, Baumsaft. Baumsaft. Schwierig. Steht das hier wirklich nicht dabei? Baumsaft. Kann man das kaufen? Oh Gott. Vielleicht kann man das ja kaufen. Komm, wir gucken mal, was Owen dazu sagt. So.
kann man höchstwahrscheinlich nicht kaufen. Ne? Er verkauft ja nur sowas hier. Ja, war mir klar. War mir ja klar. Es verwirrt mich. Es verwirrt mich wirklich. Baumsaft. Folgen. Finde Baumsaft. Ich kann Baumsaft gerade nicht finden. Ah ja. Okay. Ja. Finde ich den vielleicht oben bei Opa? Was ist denn jetzt wieder? Nee, jetzt habe ich zu viele Rüben. Ich raste aus. Nein, Entschuldigung. Nein, ich wollte nicht in die Stadt. Oh, heute ist ein bisschen der Wurm drin. Kann das sein? So, guck mal, dann ernten wir hier mal. Und dann kriegen wir bestimmt Baumsaft, wa? Nein, schade. Das hätte ja klappen können. 2 Tage noch, okay. So, ich hoffe mal, das Gemüse hält ja noch tapfer durch. Baumsaft. Schwierig. So, jetzt habe ich ganz viele Würmer. Pass auf, jetzt müssen wir erstmal hier. So. Ja, ihr Lieben, hier würde ich aber sagen, strapazieren wir mal eure Geduld nicht zu sehr. Ich denke, ich werde mir den Baumsaft noch besorgen, wo auch immer ich den entfinden werde. Ja, das heißt, für diese Folge komme ich zum Ende. Ich bedanke mich bei euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs dabei gewesen sein und fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen traumhaft schönen Tag und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, bis dahin, ihr Lieben, macht es gut. Tschüss. Oh. Hoppala. Tschüss.